Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir. Ja, warum in letzter Zeit kein Video kam, liegt daran, da mein PC Schrott ist. Yippee-yay. Aber ich versuche trotzdem eine Möglichkeit zu finden, meine Videos hochzuladen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber ich halte natürlich mein Versprechen ein, dass ich Borderlands 1 spielen werde. Und das tun wir jetzt auch. Wieso wir? Ihr begleitet mich natürlich wie immer. Und ich würde sagen, wir fangen natürlich ein neues Abenteuer an. Auf geht's. Ich bin schon sehr gespannt, was uns erwarten wird. Ich habe halt Borderlands 1 früher richtig hart gesuchtet. Ja. Willst du eine Geschichte hören? Über Schatzsucher? Ich habe eine solche Geschichte für dich. Pandora. Hier sind wir zu Hause. Aber täusch dich nicht. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenplanet hier. Es heißt, hier geht es wild zu. Gefährlich. Es heißt, nur ein Irrer würde hier etwas Wertvolles suchen. Dann bin ich vielleicht ein Irrer. Aber lass dich von Pandora nicht täuschen. Es gibt da eine Legende. Viele hier erzählen sie. Die Legende von der Kammer. Mein Vater hat auch immer von der Kammer geredet, sogar noch am Sterbebett. Innovative Alien-Technologie, unermessliche Reichtümer, Ruhm, Macht, Frauen. Da versteht man schon, dass so mancher junge Kerl, der diese Storys hört, vom Kammerfieber gepackt wird. Tja, ich kenne eine Geschichte, die klingt unglaublich, aber sie ist wahr. Die legendäre Kammer existiert wirklich. Und zwar hier, auf Pandora. Und ein Schutzengel ist gekommen, um die Suchenden zur Kammer zu führen. Die Geschichte beginnt hier auf Pandora. Mit den tapferen Abenteuren, dem Schutzengel. Und vor allem mit mir. Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Du siehst aus wie ein troxikanischer Wrestler, der als Domina arbeitet. Und du, Soldat, sind das Rüstungsteile von den Crimson Lands, die du da anhast? Und was ist mit ihnen, junge Dame? Was haben sie drauf? Vielleicht können sie uns einen schönen Kuchen backen. Und du, Fleischklops da hinten, über dich mache ich mich nicht lustig. Dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Jedenfalls, ich gebe euch allen einen Rat. Hier ist die Luft rau und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, müsst ihr gerüstet sein. Klar, man kann sich bei Banditen oder sonst wo eindecken, aber auf Equipment aus meinen Läden gibt's Garantie. Bloß wenn du stirbst, gibt's kein Geld zurück, weil du dann tot bist. War nur ein Witz. Wozu immer ernst sein? Und falls du nach der Kammer suchst, hast du einen harten Job vor dir. Also nicht knausern. Kauf dir, was du brauchst. Gut, ja, die Charaktere war. Auf, Markus, ich bin Kaufmann in der 7. Generation und ich bin der Beste. Willst du wissen, wieso? Weil ich hier überlebe. Hier in dieser Gegend. Also ich habe früher immer gerne den Soldaten gespielt, Roland. Roland ist richtig geil. Mein Bruder hat immer gerne Mordecai gespielt und wir waren ein richtig gutes Team gewesen, er und ich. Er hat mir immer Rückendeckung gegeben, während ich vorne am vordersten Front war und die ganzen Baddies kaputt geschossen habe. Als Brick, ich muss zugeben, wenn man alleine spielt, dann ist Brick ziemlich geil. Du stürmst einfach los und verkloppt einfach alles. Lilith, ja, was soll ich sagen? Habe ich kaum gespielt und die wenigste Erfahrung mit. Mit zusammen mit Mordecai. Jetzt mit Mordecai habe ich, glaube ich, noch weniger Erfahrung. Also, von dem her. Entweder nehme ich Brick oder ich nehme. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach Roland. Ich nehme den einfach. Das ist auch. Der kann auch nebenbei heilen. Bleib ganz ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Steig aus. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden.
Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Naja, dann verlassen wir mal den Bus und hoffentlich werden wir nicht von Claptrap irgendwie überrascht. Ich mag Claptrap überhaupt nicht, der ist übelst nervig und... Boah, furchtbar, der kleine Roboter. Und los geht's, meine lieben Freunde. Wir gehen ins... Och nee, da ist er schon. Bis zum nächsten Mal. Du bist nicht da, ich dreh mich um. Ich ignoriere ihn einfach. Willkommen in Firestone. Verdammt, er hat mich bemerkt. Ich bin CLP4PTP. Du kannst mich aber wie alle hier Claptrap nennen. Mülltonne. Wenn es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Door Corporation. It's a trap. Ist wichtig, dadurch bekomme unser HUD. Also die Gegend sieht schon mal sehr geil aus. Also die neue Grafik sieht man den Spiel. Hervorragend! Ich registriere, dass dein Echo-Gerät voll funktionstüchtig ist. Hier entlang, bitte! Tüchtig. Nein, nein, wir werden da noch nicht lang gehen. Wir werden erstmal hier die erste Truhe öffnen. So viel wie ich noch weiß, gibt es hier noch eine Truhe. So, ein bisschen Munition. Das schadet nie. So, das nehmen wir hier. Das nehmen wir hier noch mit. Sehr schön. So, dann klettern wir hier noch hin. So, und hüpfen hier hoch. Dann nicht. Dann machen wir das hier. Warte mal. Dann machen wir das hier. Klappt das nicht? Das ist der Vorführeffekt. Das hat früher immer funktioniert. Ach Mensch, das ist doch lächerlich. Und jetzt. Jetzt bin ich um. Ich sag's euch, das hat früher immer funktioniert. Wieso klappt das jetzt nicht? Wollen wir hier mal? Jo, wollen wir. Klappt nicht. Jetzt. Denn hier ist nämlich gleich eine Truhe, die können wir öffnen. Öffne dich. Oh ja, Beute. Was haben wir hier? Knarre und oh, Level 4. Ja, nehmen wir mit. Sehr schön. Überspringen. Meins. Sehr schön. Muni, alles mitnehmen. Wollen wir gleich mal ausrüsten. Oh, ich habe schon... Ah, von der Marke Gearbox. Ich verstehe, das ist neu. Silent Night. Ja, da würde ich mal sagen, ich rüste mich erstmal hiermit aus. Da bin ich mal gespannt. Ja, die werden wir gleich mal ausprobieren. Gearbox, aber die werden bestimmt nur für den Anfang gut sein. Und dann im späteren Verlauf muss ich mich nach was Stärkerem umgucken. Los geht's, ich folge dir. Darf ich vorstellen? Dies ist die New Use Station. Mit diesem Gerät wird dein DNS-Profil automatisch identifiziert und gespeichert. Bitte aktiviere jetzt die New Use Station. Ja, da wollen wir mal. Name, wir müssen natürlich einen. Du musst online sein und. Was? Ja, okay, ja, ich bin gerade offline, von dem her. Major. Ah, Köpfe ändern, das ging vorher. Im ersten Teil ging das nicht. Warte mal, Zyklop, ich sehe da hier keinen Unterschied. Ach so, es fehlt ein Auge. Ah, okay. Dann nehme ich hier das hier, nehme ich hier das Tuch und. Wie hatte ich denn früher die Farben gehabt? Ich glaube, die hatte ich. Ich glaube, die hatte ich so hier gehabt. Genau, der Schal, der bleibt so. Der Brot, und das muss jetzt schwarz sein. So hatte ich die Farben früher gehabt.
Schön. Bleib mal so. Ausgezeichnet! Die Registrierung deiner DNS bietet dir den besten Schutz vor einem grauenhaften Tod und vor Verstümmelung. Falls ein bedauerlicher tödlicher Unfall passiert, erscheint dein neues Du an der nächsten Station. Wir können jetzt in das friedvolle Städtchen Firestone. Ich zeige dir den Weg. Folgen wir ihnen. Wenn mich die erst täuscht, gleich der Tank wird. Boom. Alter, mein Kleiner, öffne die Tür. Jetzt. Sind sie weg? Diese Banditen haben was gegen uns, Claptraps. Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen herzuhalten. Den erwischen wir gleich. Habt ihr ihn schon genau gesehen? Claptrap, geh mal weg. Boom. Oh, das hat wehgetan. Und wie das wehgetan hat. Boom. Boom. Sehr schön. Probier mal die Schrotflinte aus. Dann nennt er einen noch Reisender. Reisenden. Im zweiten Teil bist du ja danach nur noch für ihn der Untertan. Genau zwischen die Augen. So muss das sein. Immer schön in den Kopf. Er enthält möglicherweise etwas, das gegen diese Banditen hilft. Hier ist Bewaffnung. Nicht unbedingt die beste. Aber es wird ausreichen. Das sieht aus, als hätte es einen ordentlichen. Okay, machen wir das Gate auf. Öffne das Tor, Claptrap. Diese Steuerung scheint beschädigt zu sein. Aber keine Angst, ich schaffe das schon. Ja, da ist noch einer. Boom. Ziel getroffen. Der hat sich in der Capture versteckt. Ist er wirklich so verzweifelt gewesen? Ich denke schon. Ah. Boom. Voll erwischt, du Arsch. Und wer möchte jetzt noch? Aber die Schrotflinte würde ich gerne mal ausprobieren. Ach, ich kann mir das sogar zuhauen. Sehr schön. Normal würde Roland jetzt ein Messer ziehen, aber mit der Schrotflinte kann ich auch zuhauen. Geil. Es regnet Blut. Selbst auf der Entfernung, okay. Ich bin beeindruckt. Eine Schrotflinte sollte man ja eigentlich nur auf kurze Distanz einsetzen. Aber auf der Entfernung ist das Ding ebenfalls tödlich. Ich wusste, du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt, ich melde mich bald wieder. Level up. Und auf geht's. Ah, ich brauche dazu goldene Keys. Okay, ich verstehe. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Der Doktor ist da. Ja, ich bin der Doktor und ich komme jetzt gleich an. Das hier sind nebenbei die Crimson Lands. Zu denen hat mal Roland dazugehört. Aber andere Geschichte. Für ein anderes Mal.
Jedenfalls werden wir jetzt den lieben Doktor besuchen. Ja, die Skeks vom Tor, die hauen wir mal kurz weg, ne? Skeks weg. Ach ja. Ich bin hier drüben. Na denn, vor dem Tor werden wir jetzt erstmal. Was hätten wir? Ein bisschen aufholen. Bitte folge mir, ich öffne das Gate für dich. Nichts wird. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften jetzt ein paar Banditen angreifen. Na komm, mach hin. Ah. It's a trap. Und auf der rechten Seite noch welche. Boom. Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh. Der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Keine Sorge, ich erlöse ihn von seinen Leiden. Ich werde ihn... Ach, er lebt noch. Schade. Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Beinhaltet alles, was man für die Reparatur eines Claptraps braucht. Sehr schön, ich rette ihn das Leben. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. So. Öffne das Tor, mein kleiner Gefährte. Ich glaube, ich habe ein Leben. Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Ich glaube, ich hole die einfach mal an. Bäm! Gut! Hey, kaputt. Stopp. Und jetzt überlebt. Bäm. Zwischen die Augen. Zack. Das sollte reichen. Wir sehen uns gleich. Sie sagen es, Herr Doktor. Ein kleines Gespräch unter Kollegen führen. Apropos Freunde, ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Ich war ja eine lange Zeit nicht mehr online gewesen. Ich habe jetzt auch auf der mobilen Version auf meinen YouTube-Channel mal nachgeschaut und musste feststellen, wow, ich habe 3 neue Abonnenten bekommen. Jetzt bin ich bei 30 angekommen. Ich bin sprachlos. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 30 Abonnenten kriegen würde, aber danke. Ich danke euch allen. Also, ruf mich. Das ist tüchtig. Ach ja, wenn mich nicht... Ach genau, wir reparieren jetzt den Automaten und holen uns unser erstes Schild. Da vorne links, da müssen wir lang. Ich weiß ja, wo es lang geht. Macht euch da mal keine Sorgen. Gibt's noch Bam. Das war's. Auf zum Automaten. Aber wie bald gesagt, ne? Danke nochmal für die ganzen Abos. Also. Ihr seid die Besten. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. Für 1000 Tacken. Hm. Aber jetzt mal ernst. Ich glaube, wir werden eh fast ein Level abbekommen. Und dann wäre das gar nicht mal so verkehrt, wenn wir uns gleich das Bessere holen. Hm. Ich tanze,
Aber komm, für den Anfang ist es besser als nichts, also immer her damit. Danke. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen. Um Zeug zu verkaufen, das ich nicht mehr brauche. Schon hoffen, dass du nicht mehr brauchst und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Töten wir einen Papaniten. Du kannst mich setzen, wie alle anderen. Auf geht's. Die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. Nine Toes, wenn mich nicht alles täuscht, hat der so eine richtig geile kleine Knarre, die Feuerschaden macht. Aber klar, töten wir ein paar Banditen und sichern uns das Vertrauen der Leute hier. Kriegen wir den? Wir kriegen ihn. Oh. Hab dich gesehen. Granate. Ach nee, stimmt, ich hab keine Granaten. Mist. Ich würde eigentlich gerade eine Granate werfen. Aber ja, die habe ich noch nicht. Lauf lieber weg! Level up! Ja, eine Knarre, die ich hatte, die war auch für Level 4. Ja, die war für Level 4 gewesen. Gut. Boom. Erwischt! Was soll denn das? Ziel getroffen. Boom, so. Der Level als nächstes. Komm mal. Sehr schön. Das Snipergewehr gefällt mir. Immer schön einsammeln. Jemand tötet meinen Kumpel! Was für dich? Ich hab auch was für dich. Eine Schrotflinte. Meins, Waffen, was gibt's hier Schönes? Okay, hier gibt's Waffen. Mit Verkauf, das verkaufen wir ebenfalls. Oh, Level 4. Ne, wir haben eine bessere. So, bam. Den haben wir auch noch. Moment. Moment, den kriegen wir. Boom. Und zurück zum lieben Doktor. Na, verdammt, ich würde eigentlich eine Abkürzung nehmen, aber egal. Komm schon. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich glaube, danach begegnen wir TK Baha. Mensch. Toller Kerl, muss ich dazu sagen. Was kann ich für dich tun? TK Baha, und ich hab's noch gesagt. Sehr schön, da müssen wir hin. Meins, immer her damit. Was den Sound angeht, wollen wir noch mal kurz ein bisschen ran rumschrauben. Weil ich finde die Musik wirklich ein bisschen laut. Ach ja, ich erinnere mich noch, wo ich zum ersten Mal gespielt habe. Da hat mich so ein kleiner Mutant, der hat mich umgebracht. Also so ein kleiner Psychopath, der hat mich umgebracht. Das war mein allererster Tod in Borderlands 1 gewesen, damals. Also falls mich jemand fragen sollte, hey, wie sah dein allererster Tod in Borderlands aus? So sah er aus. Er hat mich
komplett fertig gemacht, der Kleine. Oh, das hat wehgetan. Tja, ja. Das waren halt noch andere Zeiten. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Der Mann ist blind. Das sollte ein Witz sein, ja. Dich habe ich gesucht. Sein Geld nehme ich mal mit. Keine Sorge wegen mir. Ich kann auf mich aufpassen. Ich komme schon klar, okay? Natürlich. Und darum soll ich auch Vorräte für dich suchen. Hey. Es fühlt sich an wie früher, das ist herrlich. Als ob das Spiel nicht gealtert wäre, aber wir wissen alle, es ist älter geworden. Und der zweite Teil ist um Welten besser als der erste Teil, aber trotzdem. Den ersten Teil betrachte ich nach wie vor mit einer Nostalgiebrille. Ich glaube, wenn diese Nostalgiebrille nicht wäre, dann könnte man sich den Teil nicht wirklich nochmal anschauen. Level up, gut, jetzt können wir hier die Knarre anlegen. Sehr schön. Boom. Erwischt! Damit haben die nicht gerechnet. Boom. Schwerer Treffer. Bei den Waffen herrscht nach wie vor Anarchie. Also sprich, normalerweise, das ist eine komplett... Wow, was ist das denn für eine Firma? Die Waffenfirma gibt es im zweiten Teil nicht. Weil ich glaube mal nach wie vor, wenn ich irgendwie eine Tidio-Knarre habe, dann werde ich die nicht automatisch wegwerfen. Die wird dann bestimmt... Ja. Genauso schießen wie die anderen Waffen ja auch. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Natürlich. Granaten. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Und wir haben ja eine Menge Geld. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen Geld investieren, um noch effektiver Banditen zu killen. Boom! Lebst noch! Zack! Boom! Boom! Weil hier lang gehen sollte ich vielleicht noch nicht, weil da ist Bonehead und der macht mich kaputt. Der dürfte theoretisch Level 10 sein oder so. Und Level 10 bin ich noch nicht. Aber ja, wir gehen jetzt zum lieben alten Markus und holen uns gleich mal ein paar neue Granaten oder Schießeisen, je nachdem. Wenn Sie finden, in Ihre Waffe passt nicht genug Munition, dann hat S&S die Lösung. Mehr Kugeln! Alle S&S-Waffen haben übergroßes Feuerkraft. Oh, 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 Level 16. Eieiei. Level 16 sind wir noch nicht, aber das Ding wäre geil. Wir haben Granaten gekauft, sehr schön. Nein, dich gucken wir uns nicht an, außerdem nervst du. TK, ich bin bereit für mehr Arbeit. Mann, ist das herrlich, das ist... Dieses Gefühl kann man gerade nicht beschreiben, das fühlt sich richtig gut an. Ich bin wieder on fire. Hey, Neuer,
dich habe ich gesucht. Ach ja, jetzt muss man Ninetoast töten. Alles klar, Hinder, kommt. Wir gehen da einfach hin und reißen ihn den Hintern auf. Na denn, auf in den Skeggully oder Gully. Skeggully, Skeggully, keine Ahnung, wie man das nennt. Alles schön kaputt kloppen. Boom. So Leute, halt euch die Ohren zu. Verhauen wir ein bisschen Ninetoast. Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Wurm. Wird Zeit, dass Ninetoast auch so ein Ding abbekommt. Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Ecosystem. Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegt hast. Das werde ich machen, lieber TK Baha. Der Skeggully. Was soll ich dazu groß sagen? Viele Skeggs und... Oh, Rex gibt's dort ebenfalls und... Boah. Das war's auch schon. Schau mal, gibt's irgendwie was Neues, was uns... Ja, das Ding könnte ich mir holen. Nee, ich hab nicht genug Geld. Schade. Waffen wäre natürlich super. Könnte ich gebrauchen. Oh. Oh ja, damit ich... Ja, okay. Genau, im zweiten Teil war es so gewesen, da musste man die halt mit Mondgestein und mit Iridium kaufen, genau. Aber hier kann ich die noch mit normalem Geld kaufen. Na, stimmt ja. Gut, wir besuchen jetzt das Grab seiner Frau und dort gibt es eine Waffe, die allerdings jetzt nicht so prickelnd ist. Ladyfinger hieß die Waffe. Boom. Chaka. Oh, jetzt Waffe getroppt. Hinter. Verkaufen wir. Komm her, Ladyfinger. Nee, da ist unsere jetzige Knarre viel besser. Nee, die kann ich nicht wirklich gebrauchen. Verkaufen wir. Ich weiß, was der ein oder andere denkt, aber komm, was TK nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Aber die Pumpe macht ganz guten Damage. Boom. So, meine Lieben, rein da. In die gute Stube. Deine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Schauen wir mal. Meine Waffen sind besser als die der Crimson Lance. So, auf geht's. Oh, das hat weh getan. Oh, die Knarre ist geil. Ich frage mich nur, warum es in den nachfolgenden Teilen diese Marke nicht gibt.
Wir haben gleich ein Level up, dann können wir unser Geschütz aufstellen. Das bedeutet, wir müssen erstmal ohne die Fähigkeit Nine Toes töten. Ob das was wird? Schau mal. Du hast dir den Falschen ausgesucht. 19 und 3 Eier. Ja, frisst die Granate. Wir brennen noch nicht. Warte mal, gleich brennen wir. Tot. Gewonnen, wir haben gewonnen. 1. Moment. Fortsetzen bitte. Ganz ruhig, die Hunde könnten jetzt ein kleines Problemchen werden. Oder auch nicht vermeiden. Nee, wir rüsten das aus und dann flambieren wir die Dinger einfach. Und wir stellen ein Geschütz auf, genau. Sehr schön, so muss das sein. Schönes Geschütz. Gefällt mir. Ja, Mann, diese Schild nehmen wir natürlich mit. So, Truhe, was hat er in seiner kleinen Truhe versteckt? Nett. Ganz nett. Verkauf mir den ganzen Krempel. So. Ich werde ständig stärker. Und noch ein Level up. Oh Gott, das gefällt mir doch. Gut, worauf skillen wir uns? Auf jeden Fall Heilung. Heilung ist gut. Mal gucken. Gewährt Gesundheitsregeneration für Verbündete in der Umgebung des Gopio-Geschützturms. Ja, nehmen wir. Immerhin bin ich ja der Doktor. Und Heilung ist immer wichtig. Genau, das ist die Pumpe, das Scharfschützen, das ist das Ding. An sich geil, das hat mir auch gute Dienste geleistet, aber das Ding hier ist doch noch ein bisschen besser. Was steht denn hier eigentlich nochmal als Text? Vorsicht! Ja, man könnte seinen C verlieren, genau. So. Ich glaube, hier gab es nichts weiter, oder? Machen wir uns vom Acker. Ich glaube hier hin und dann fährt das Ding automatisch hoch. Genau so war das. Sehr schön. Ey Leute, das fühlt sich gerade an wie früher. Das ist richtig schön. So muss das sein. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Ach komm, weg damit. Dem Ding, ja, weg damit. So. Jetzt mal ohne Knete. Vielleicht hat der Markus in seinem Shop wieder ein paar bessere Waffen. Moment. Wer kommt als nächstes ran? Ich glaube, als nächstes dürfte Scar auf der Liste stehen. Das ist so ein riesen fetter Skag. Ob wir es mit denen aufnehmen können? Schauen wir mal. Brennt, meine Kleinen. Brennt. Boom. Alles in Brand setzen. Ich glaube, ich habe ein paar Wrecks gehört. Das sind Wrecks.
Nicht gut. Dreck. Komm schon, geh kaputt und du ebenfalls. Zack. So, jetzt nächstes. Kommt, kommt her, kommt her. Oh ja. Was machen wir jetzt nächstes? Genau. Warte, 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 warte. Vorsicht vor Fallschaden. Das war erst ab dem zweiten Teil gewesen, dass man keinen Fallschaden bekommen hat. Den ersten Teil hast du noch übelsten Fallschaden bekommen. So. Nintos ist tot. Wir können das Quest abgeben und uns gleich das neue, das ein nächstes holen. Wir haben auch sogar noch eins. Nur ein Quest. Irgendwann wird die ganze Questleiste komplett voll sein. Und dann werde ich sehr, sehr stark überlegen, welches Quest wir als erstes erledigen. Ist das schön. Das sieht immer noch richtig mega aus. Alter, da werden gerade richtig fette Erinnerungen bei mir wach. Ich habe ja davon berichtet. Ich und mein Bruder, ne? Wir waren ja ein Spitzenteam gewesen. Bericht nach Außenweltler. Wie gefällt dir unser Planet? Hm? So, der ist tot. Was gibt's denn als nächstes? Zu Set zurückkehren. Okay, machen wir das. Oder vielleicht doch Bonehead. Müssen wir jetzt Bonehead killen? Ich weiß gerade nicht. Aber Bonehead, der hat eine richtig geile SMG. Und genau dieselbe... Selbst, also auch dieselbe SMG, die man im, also das, man bekommt im zweiten Teil die gleiche SMG, die man auch hier bekommen kann, vom selben Gegner. Also man kann im zweiten Teil nochmal hier zurückgehen und dann ist dort ebenfalls wieder Bonehead und dann kriegt man dieselbe Was SMG von dem. Was sagt man dazu? Du hast Nintos gekillt. Du solltest mir einen Drink besorgen, damit wir das feiern können. Sieh hier auf dem schwarzen Brett nach, ob sonst noch einer einen Job für dich hat. Aber sicher machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Oh mein Gott, er hat... Oh Gott, nein. Vielleicht sollte ich dann mich um die Leute hier kümmern. Wenn du den verwendest, werden deine Protean-Granaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Rüsten wir doch gleich mal aus. Nee, oder haben wir die bereits? Ja, wir haben die bereits ausgerüstet, ja. Nehmen wir einen Job an. Hm. Ja, okay, erklär's mir mal, ne? Aber vorher... Catch a ride mal vor, mal. Catch a ride! Weil noch haben wir noch ein bisschen Zeit. Hey, bist du der Typ, der alles umnietet, wenn man nett bitte sagt? Das Catch-a-Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wäre schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Um das System, nicht um meine Mutter. Geht um Skagness, du verstehst schon. Also um Mad Moxie kann ich mich auch kümmern. Boom. So, Catch-a-Ride. Ach, Bonehead. Ja, genau. Doch Bonehead umgehen. Aber der ist, glaube ich, noch etwas zu stark für uns. Es gibt keine drinnen, Gegner. Tot. Wir können aber trotzdem noch vorbeigucken. Volltreffer. Oh. Oh. Nein, das Ding ist schlecht. Das verkaufen wir. Boom. 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 Und böser. Jo, Level Up haben wir auch noch. Machen wir uns natürlich weiter auf dem. Okay, Firearmament. Ach, okay, das sah Firearmament sehr, sehr komisch aus. Hm.
Wir schauen mal nach. Stark ist nett. Ich bin Level 7 und der ist. Wusstest du, dass dein Hart Level ist? Oh, 12, ja und ab. Ja und ab. Ey, ich will jetzt nicht sterben, ne? Besser ist das. Gut, dann machen wir mit, genau. Wir arbeiten weiter für den lieben Onkel TK Baha. TK, was hast du für einen Job für mich? Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Natürlich, immer her damit. Scar töten. Das war doch, glaube ich, hier. Doch. Scar, okay, gut. Die Zeit haben wir noch. Wir töten Scar. Hoffentlich ist der in einem Levelbereich, wo wir es mit ihm aufnehmen können. Ansonsten wird es ein bisschen. Naja. Es könnte ein kurzer Kampf werden. Sehr kurzer Kampf. Aber an sich natürlich, ich habe gerade Bock, ich habe gerade mächtig Fun. Es macht riesen Fun, oh Fun. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Siehst dir doch mal an. Auf zurück in den Skeggali oder Gully. Man könnte alles Mögliche dazu sagen. Gully, Gully, was auch immer. Kaufen wir so. Kleine Planänderung, wir machen zuerst den Datenschreiber. Aber ich glaube, dann habe ich genug Erfahrungspunkte, um dann wirklich dann sagen zu können, hey, jetzt plätten wir Scar. Scar hat jetzt keine Chance mehr gegen uns. Aus dem König der Löwen. Ich verrate euch jetzt mein kleines Geheimnis. Ich tötete Mufasa. Schluckt eine Granate. Ich habe sogar was erwischt. Und wer kommt als nächstes dran? Warum rede ich so? Viel besser. Boots. Hoppla, daneben. Das ist der Datenschreiber. Da ist der Datenschreiber. Das war sehr aufschlussreich und informativ. Wer will Feuer? Du willst Feuer? Ich hab Feuer. Ziel getroffen. Sehr schön. Ist immer gut. Ja, vorher habe ich hier irgendwie. Nein, hier lag nichts weiter rum. Oh. Oh ja, die nehme ich. Oh, Hallöchen. Maliwan. Und ich krieg Fallschaden ab. Maliwan-Knarre, geil. Maliwan ist ja dafür bekannt, dass die Elementarwaffen herstellen. Wow. Ich bin beeindruckt. Auch so noch anständig Schaden. Sehr schön. Die knüppeln wir einfach. Die Knarre ist gut.
alles in Brand setzen. Und wir haben sogar was. Das ist nur eine Knarre, oder? Ja, das ist nur eine Knarre. Gut. Sah für einen Moment aus wie ein SMG. Komm gleich mal da, ignoriere die Rex, ignoriere die Rex. Oh oh, oh oh. Geschütz, mach was. Sehr schön, gehen wir zu Scar. Ich habe eh nicht mehr so viel Zeit übrig. Oh, da ist er. Mist. Ich kann mein Geschütz gerade nicht rausholen. Ah, Flucht. Ich ergreife die Flucht. Warte, Waffen. Okay, ich ergreife die Flucht. Das war eindeutig. Dreck, jetzt muss ich noch mal. Nein, ich hab's verkackt. Das ist der Vorführeffekt. Hey, Köter. Ist auch schon, da rennt er. Scar. Aber ob die Schrotflinte ausreichen wird, ich glaube mal nicht. Ja, für die kleineren dürfte es ausreichen. Woher weiß, das Ding ist ziemlich stark. Vielleicht reicht das Ding wirklich aus. Oh, ich kann Geschütz machen. Sehr schön. Geschütz, mach was. Brenne. Scar, ich verrate dir mal ein kleines Geheimnis. Ich tötete Mufasa. Lang lebe der König. Meins. Ja, schön, wir haben Scar getötet. Simba, mach dir mal keine Sorgen, ne? Knarre. Jacobs. Naja, sollten wir, ich weiß nicht. Ich bleib bei der Pumpe, die ist besser. Und natürlich abgerutscht, natürlich. Wer Wind sieht, könnte ich jetzt noch machen. Warte mal, genau, jetzt muss ich dann hier lang gehen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Gut, meine Lieben. Ich würde mal sagen, im nächsten Part werde ich mich um diese Mission Wer Wind sieht kümmern. Und ja, mal gucken, welche Mission noch so auf mich zukommt. Ne? Ich bin überrascht. Ich bin jedenfalls wieder on fire. Das gefällt mir sehr gut. Das Spiel fühlt sich an wie früher und das ist genial. Das ist richtig schön. Dennoch, wegen den Uploaden, ich habe nach wie vor das Problem, mein Rechner ist hinüber und ich werde nach einer Möglichkeit suchen, irgendwie meine Videos hochzuladen, wie auch immer, aber ich kann für nichts versprechen, okay? Ich weiß auch nicht, wann ich dieses Video hochladen werde, aber ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall alles Mögliche in Bewegung setzen, um dieses Video hochzuladen. Und da würde ich sagen, macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao.